Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich geht's weiter am Audi 300. Ihr habt sehnsüchtig drauf gewartet. Ihr habt gerade gesehen, wir haben da gerade nicht. Ihr habt letztens gesehen, wir haben das Allrad ausgebaut und können somit jetzt auf dem Prüfstand zum Abstimmen. Vorher haben wir aber noch ein paar Sachen zu erledigen, weil wenn du jetzt hier reinschaust, das sieht ziemlich leer aus. Da ist kein Armaturenbrett mehr drin, da ist kein Tacho mehr drin, kein gar nichts. Weil, das sind so die alten Lasten, die ich noch habe. Ich habe diesen Tacho mal umgebaut, weil dieses Multicheck da drin richtig Ärger gemacht hat, gepiept, immer piep, piep, piep. Und irgendwann habe ich dann ja irgendwas versucht, einfach so abzukneifen, Nils, so irgendwas weggedreht. Ende des Liedes. Kein Drehzahlmesser mehr. Genau. Dann haben wir ja im letzten Video, habt ihr gesehen, hatte ich noch ein Drehzahlmesser von einem Audi Coupé. Das ist auch von einem Fünfzylinder. Dieses können wir aber mit dem Tacho-Instrument, man, im ersten Moment sieht es jetzt erstmal ziemlich ähnlich aus. Kriegen wir aber nicht passend, weil es eine ganz andere Aufnahme hat. Habt ihr auch im letzten Video gesehen. Ja, was haben wir gemacht? Gestern Abend waren wir natürlich erstmal schön essen. Genau. Übrigens, die schmecken gut, ne? Magst du darauf mal eingehen? Katastrophe, das trinkt man gestern halb voll. Nicht schlecht. Ja, gut, das können wir noch ein bisschen Bindemittel draus machen. Wir waren zu fünf mit fünfmal essen. Genau. Anschließend sind wir diese Tacho-Einheit abholen gefahren. Die bauen wir jetzt mal eben ein, dann, würde ich sagen. Ne? Dann teste ich, ob das mit Seriensteuerrät. Ich kann ja Seriensteuer anstecken und das läuft trotzdem noch. Also das ist ja so gewollt, dass man Seriensteuerrät anbauen kann. Deshalb halt Plug-and-Play-Adapter und halt auch frei programmierbar. Und dann gucke ich mit Seriensteuerrät erstmal, ob alles funktioniert. Und dann nehme ich quasi mit dem frei programmierbaren Steuerrät den Drehzahlmesser in Betrieb. Das heißt also, ich könnte auch mit dem Steuergerät fahren? Ja, wir können auch mit dem fahren. Anstecken, Schlauch dran, los. Dann sollte alles so funktionieren, wie Audi das damals oder Abt das damals programmiert hat. Wollte ich gerade sagen, das ist ja eine Abtsteuerung. Das Motorsteuer ist also leistungsgesteigert. Ich habe mal geguckt, 303 PS waren eingetragen mit geänderten Nockenwellen, mit dem K26 Lader und dem geänderten Steuergerät. Ob da Nockenwellen drin sind, wissen wir halt nicht. Das müsste man jetzt wirklich aufmachen, nachgucken, nachmessen. Also mein Ziel wäre es, bei dem Auto, wenn wir es abstimmen, irgendwie erstmal natürlich die Serienleistung 220 PS hinzubekommen, plus den Lader, plus wenn Nockenwellen denn wirklich verbaut sind. Gut, wir haben hier einen anderen Ladeluftkühler drin, das haben wir ja schon erwähnt, glaube ich. Ja. So, ich würde sagen, wir stecken jetzt die Tacho-Einheit mal rein. Und gucken mal, ob sie denn, jetzt haben wir den die richtige, ach, das ist diese hier. Genau, die andere war mit dem Aufkleber hier. Ja, ja, der hat auch einen Grund. Ja, ja, da müssen wir wahrscheinlich, also das wird nachher auch wieder piepen, weil das ja jetzt alles Serie ist, da müssen wir dann gucken in Ruhe. Also ich mache das dann, dass wir das, dieses Piepen wegkriegen und diese Check-Control quasi ausbauen in dem Sinne. Ja, ich mach's lieber nicht, weil sonst brauchen wir. Ja, ja, dann brauchen wir noch ein Tacho. Und die Tacho-Einheiten sind nicht gerade billig für diese Modelle. Das haben wir gestern gesehen. Richtig. Das ist ja natürlich geil mit einem Adapterstecker. Das heißt also, wir können jetzt das ganz originale Motorsteuergerät fahren. Kein Problem. So, jetzt beziehe ich hier einfach ab. Ich weiß ja, was das Serienmotorsteuergerät immer gemacht hat. Dieses Auto weiß ich, das weiß ich noch aus Videos, wo wir auf der Quattro-Legende waren. Das hat 1,5 bar gemacht. Das Ding hat volle Pulle Ladung gemacht, das fühlte sich an, als ob das losschießt und dann fühlte sich das an, als ob der Sack leer geht, also die Luft alle ist. Dann kam nichts mehr. Der hat so einen riesen Boost gemacht und dann fiel das richtig stark ab. Jetzt piept er, das geht ja halt auf den Sack. Da ist mein Geräusch wieder. Mein Drehzahl ist dagegen da. Das ging halt, als ich am Montag gekommen bin, nicht, weil der andere Tacho halt leider kaputt war. Tankanzeige geht nicht, aber das ging auch am Montag nicht. Öldruck funktioniert, Öltemperatur funktioniert. Geschwindigkeit muss eigentlich auch funktionieren, weil das hole ich mir ja nachher. Elektronisch. Genau, und Temperaturanzeige geht. So, jetzt machen wir Folgendes, jetzt machen wir das Auto aus. Und gucken, ob die EMU das Drehzahlmesser-Signal richtig angeschlossen hast, ne? Weil das musst du ja aus deinem Steuergerät rausholen, richtig? Genau, das muss ich auch quasi, da gibt es einen Multiplikator. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, haben wir uns die ganze Zeit damit beschäftigt, Kaltlauf einzustellen, Anreicherung einzustellen, alle Grunddaten zu machen, so dass das Auto jetzt mit dem Steuergerät ganz normal anspringen sollte. Jetzt gucken wir, wie gesagt, ob der Tacho und der Drehzahlmesser, ob das alles funktioniert. Und dann der nächste Schritt ist jetzt natürlich ab auf den Prüfstand. Bin mal gespannt, was er drückt. So, jetzt gucken wir. Haut hin. Oh, er läuft sofort sauberer und viel niedriger, ne? Ja, passt auch ungefähr. Ich habe jetzt 700 Umdrehungen ungefähr, das haut hier hin. Also wenn ich jetzt Gas gebe auf 2000, haben wir hier knapp 2000 und passt auch da. Den Rest, da kümmern wir uns hinterher. Das ist geil, das heißt, wir können jetzt rüber auf den Prüfstand. Wir können jetzt auf den Prüfstand fahren. Wie geht das, dass wir ein Allradauto, also ein Quattro, bei uns auf den Prüfstand fahren? Für die Leute, die das vorige Video nicht gesehen haben, da liegt die Kardanwelle. Jetzt sagt ihr euch, geil, da brauche ich bei meinem Audi auch eben schnell die Kardanwelle aus und lasst den bei dir messen. Geht nicht. Weil dafür müsst ihr auch das Torsen ausbauen. Hier ist das Original Torsen und wir haben jetzt ein verschweißtes drin. Somit haben wir jetzt aktuell gerade Frontantrieb. Aber jetzt geht es auf den Prüfstand.
Nils fährt heute. Ich habe immer noch mein Handicap. Nils, wir fangen an mit Dosendruck, ne, wie man so schön sagt. Genau, Dosendruck. Dosendruck ist der Druck, den die Feder quasi vorgibt im Basegate. So, jetzt geht's zuerst Messung. Ich krabbel mal hier hinten rein. Oh, weia. Du hast jetzt ein bisschen was eingestellt. Genau. Wir sind schon mal synchron mit dem Prüfstand. Wir haben jetzt 2300 Umdrehungen und der Prüfstand auch 2300. Perfekt. Richtig, normalerweise fährt ein 3B-Motor mit ungefähr 0,7 Bar, glaube ich. Bin mal gespannt. Ich glaube, 220 PS und 300 Newtonmeter rum müsste er machen. Wir haben gerade drin gesehen, 0,7 Bar auf 0,5. Genau. Nichts verändert, wie jetzt unser Diagramm aussieht. Micha, was tippst du? Meinst du, hat 220 PS? Hat sich sehr gut angehört. Wenn hat sich gut angehört? Mhm. Ich habe es ja von Ihnen von außen nicht gehört. Krass, wir sind bei 216 PS, 277 Newtonmeter mit fast keinem Ladedruck, ne? Also mit 0,5 Bar, das ist schon wenig. Auch die Kurve sieht schon... Junge, Junge, Nils, komm, da muss ich dir erstmal eine Faust drauf geben. Boah, erste Lauf direkt Pumpe. Ja, für weniger Ladedruck ist okay, ja. Aber was? Du meintest ja, da sind irgendwie andere Nocken drin, ja? Ich glaube, da sind andere Nocken drin. Und ich glaube, du könntest sie ein bisschen höher drehen, dass ja, wir... Ja, okay, das können wir gleich mal probieren. Noch. Weil du siehst, ungefähr das Plateau ist an höchster Leistung. 7,1 oder 7,2 regelt der Serie ab. Ja, jetzt ist bei 7,000... Aber weißt du, was wir jetzt mal eben ausprobieren könnten? Mach mal bitte die Klappe auf. Ah, okay. Ich habe ja so einen Auspuff, ihr wisst ja mit der Klappe, jetzt war ja relativ leise. Und dann können wir mal gucken, ob die Klappe einen Leistungsunterschied macht. Genau. An der Programmierung nichts verändern, nee. Einfach einen zweiten Lauf. Gib das immer ein. Jetzt könnte es laut werden, ne? Also wird auf jeden Fall lauter. Ich setze kurz den Drehzahlbegrenzer ein bisschen höher. Nur ein bisschen, damit wir sehen, ob es. Das macht ja keinen Unterschied. Ob es noch weiter will oder. Willst du den Drehzahlbegrenzer hochsetzen? Ja, genau. Okay. Ich habe so eine Gänsehaut, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Boah, von außen klingt das Ding unfassbar geil. Ja, hast du einen Unterschied gemerkt zu offener und zu Ja, war ein bisschen mehr. Also das wurde durch die offene Klappe ein bisschen mehr Ladedruck. Also du hast ein bisschen mehr Ladedruck gehabt durch die offene Klappe? Genau. Wahrscheinlich, weil er freier ausatmen kann. Möglich, ja. Jetzt bin ich gespannt, ob wir auch mehr Leistung haben. Du Alter. Mit wie viel Ladedruck? 0,8 auf... 0,6 fallen so. Also vorher waren es 0,7 auf 0,5. Jetzt haben wir Klappe auf, ich mache nichts verändert. 0,8 auf 0,6. Guck mal, der Unterschied. Der Lader, du steigst gleich ein und wir haben sofort fast 30 Newtonmeter mehr. Und Junge, 40 PS mehr fast, 35. Und du hast jetzt die Drehzahl. Du hast höher gedreht, 7,2 ungefähr. Da kommt der Begrenzer. Das kostet komplett. Boah, Junge, 260 PS mit 0, nix, keine Ahnung, Sauger. Was kann der Turbo? Ich denke, also einbauen müssen wir schon hinkriegen. Ja, also jetzt gehst du ran an Ladedruck. Genau. Hast du selber nicht mit die Regel, ne? Nein! Und jetzt sind wir schon bei 260 PS mit soften Ladedruck und mit einer kleinen Mickey-Maus da. Das ist ein Lader, der ist 40 Jahre alt. Genau. Wir haben hier noch den Originalmotor, Originalpleuel. Wollen wir erstmal softer anfangen so? Ja, ich mach immer Schritt für Schritt Ladedruck hoch. Also Taktung prozentual erhöhen, gucken, was passiert, wie er sich verhält. Ich denke, wenn wir nachher irgendwie ein Bar Haltedruck hinkriegen, dann sind wir schon weit vorne mit dem Turbolader. Jetzt ist ein gutes Thema, was du gerade ansprichst. Ein Bar Haltedruck. Serienmäßig wird immer ein Overboost programmiert. Genau. Immer. Das weiß ich, kann ich mich daran erinnern, mit dem Originalsteuergerät. Der hat 1,5 Bar gemacht. Das weiß ich ganz genau. Fiel aber ruckartig ab auf 1 Bar oder 0,9 sogar. Genau, ja. Das will ich nicht haben, weil ich finde das uneffizient. Was habe ich davon? Wenn es mich einmal kurz in den Sitz drückt, und dann nachher merkst du, lässt das deutlich nach, weil das Drehmoment natürlich deutlich sinkt. Das heißt also, jetzt fängst du an zu takten, dass wir Ladedruck höher haben. Genau, jetzt nehme ich 25% Taktung und gucke, was passiert. So, Nils hat es soweit eingestellt. Jetzt kommt die nächste Messung mit ein bisschen mehr Ladedruck. Er fängt langsam an und ich würde sagen, wir gehen mal nach draußen und hören uns das mal von einer anderen Perspektive an. Jetzt bin ich echt gespannt. Das ist unbeschreiblich.
sieht das gut an. Ich krieg wirklich oft Gänsehaut. Thema, also Emotionen bei mir ist ja wirklich ein großes Thema, aber das gerade ist schon es ist so ein Lachen. Ich könnte in drei Kreisen lachen. Was kriegst du denn? Aber ein bisschen mehr lachen. 0,95 war abfallend auf 0,7 ungefähr. Also, das ist also wenig mehr. Naja, 0,75. 330 Newtonmeter. Und das ist das, was der Nils gerade erzählt. Wir haben jetzt 0,9 Bar. Das haben wir ungefähr hier anliegen in dem Bereich. Das heißt, ein ganz dezentes Drehmoment Pi, halten das aber eigentlich bis Enddrehzahlen. Super langes Drehmoment. Und die Leistung steigt natürlich immer weiter und ist immer noch bei 6.900, bei 274 PS und nur 0,9 Bar ja, auf 0,7. Ich versuche jetzt hier quasi das ein bisschen zu anzuheben auf 350, 360 und dann halt länger noch halten, weißt du? Es kann halt sein, wenn ab einer gewissen Taktfrequenz, dass er wirklich in den Überschwinger kommt, das versuche ich aber zu verhindern. Also du willst keinen Overboost haben? Nein. Wir wollen diese Spitze nicht haben, weil so fährt es natürlich am effektivsten. Hier wirst du immer denken, das hat Kraft. Immer. Ja. Wenn du so einen Buckel reinprogrammierst, denkst du halt irgendwie, was ist denn das? Da denkst du einmal, wow, geht los. Ja, ja. Und auf einmal hängt die Schwiegermutter hinten mit dem Korb am Anhänger. Das bringt halt nichts. Ja, dann auf in die nächste Programmierung. Genau. Eieieiei, wo geht das denn heute noch hin, ey? Nee, wir sind bei 30. 30% waren bei 4000 Umdrehungen oder 4500 ein Bar. Und jetzt möchte ich ja diese ein Bar irgendwie halten. Das heißt, hinten raus gebe ich ihm mehr Taktung. Und nicht wundern, ich programmiere mal hinten raus relativ mager. Das geht schon, wenn man weiß, wie man das zu programmieren hat. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben nur 0,05 mehr Ladedruck oben raus gehabt. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt eine große Mehrleistung haben, aber wir schauen. Krass. Aber wir vergleichen mit dem Test davor. Du siehst oben raus, die orange Linie ist minimal mehr, aber wir haben auch nur minimal mehr Ladedruck. Und unten oben hast du es nicht angefasst, da haben wir sogar eher ein bisschen weniger Ladedruck. Also ein bisschen weniger Drehmoment. Wir reden hier aber von 5 Newtonmeter und wie gesagt von 3 PS oben raus. Aber was wir jetzt schon merken ist, der Lader braucht unheimlich viel Taktung. Wir sind jetzt bei was? Also wir sind jetzt von 30% auf 50% steigend. Jetzt hebe ich das Ganze mal im Ganzen 5 bis 10% an und dann gucken wir mal. So einen Spaß gehabt wie heute. Also heute ist ein geiler Tag, fast einer der schönsten Tage 2021. Sag mal was zum Ladedruck. Also wir hatten jetzt ein Bar auf 0,9 und ich bin mal gespannt, das müsste so 2,85 eigentlich. 2,80, 2,85 sein. Nils sagt, wir schauen. Der Nils ist ein Mann, Alter, 2,86. Guckt euch das an, Alter. Das Drehmomentband wieder auf dem Plateau. Leistung steht dann, wenn das Drehmoment absinkt, steht die Leistung auf dem Plateau und fällt dem Drehzahlbegrenzer ab. Der Drehzahlbegrenzer ist aber sehr soft programmiert. Ja, ist ja, kann das auch ändern, aber dann der Cut ist ja auch noch drin. Ja, der Cut ist noch drin, den habt ihr gesehen. Ich stelle das mal um und wir gucken mal, was mit einem anderen Limiter passiert. Einfach nur klangtechnisch. Willst du jetzt nochmal Ladedruck machen? Ja, wir müssen mal gucken. Wasser wird ganz schön warm. Aber der Motor klingt gesund, kurz trocken darunter. Du kannst ja noch mal ein bisschen was nachprogrammieren und wir gehen gleich in die nächste Messung. Nils, ich habe schon was gehört, erzähl was. Also wir waren jetzt 1,1 auf 1 Bar halten, also 1,1 Ober, ein bisschen Overboost auf 1 Bar halten und das Problem ist, jetzt kommen wir an Düsengrenze hier. Also Düse ist jetzt am Ende. Ja, es war nicht mehr so toll jetzt hinten raus, also war schon mager. Ich programmiere gerne mager hinten raus, aber das war ein bisschen zu mager. Gut, das läuft trotzdem, Abgastemperatur sagt auch okay, aber das ist schon ganz wertig jetzt. Also mehr Boost können wir fast gar nicht machen, weil jetzt die Einspritze zu frei werden. Jetzt müssen wir mal andere Düsen einbauen und dann würde eventuell noch was gehen. 2,87 und du hast recht, da siehst du, hier ist zu mager, wir haben schon zu wenig Sprit. Und das ist jetzt ein Unterschied von knapp noch, sag mal 88 zu, das war 95 knapp. Das war zu wenig. Jetzt machen wir einfach mal ein bisschen Zündung weniger und gucken mal, was dann ist. Weil das waren jetzt erstmal so Erfahrungswerte, die ich eingetragen habe. Wir haben noch nichts an der Zündung gemacht. Was hast du
jetzt gemacht, Nils? Ich habe eben einfach mal pauschal das ganze Zündkernfeld, also ab dem Punkt, wo Last ist, um 3 Grad Zündung runtergeschickt. Also 3 Grad weniger Zündung. Ja, genau. Also es kann aber sein, dass wir halt die ersten Messungen schon einen Tick drüber waren. Vielleicht haben wir jetzt mehr Leistung oder weniger. Das kann ich dir gleich sagen, wenn ich das Diagramm sehe. Ja, ist weniger. Hat schon gepasst. Also zündwinkelmäßig warst du schon gut unterwegs? Ja, ich könnte immer noch mehr probieren, natürlich. Da geht ja mal 2 Richtungen, ne? Ja, sicher, so mit unten. Aber wir haben immer noch das Problem, habt ihr, glaube ich, eben auch gesehen, in der Aufnahme, dass der Innenraum extrem abmordert. Also geht Richtung Lambda 1. Also müssen wir quasi jetzt, wenn wir jetzt mehr Leistung primieren wollen, geht nicht, weil wir jetzt größere Einstellungen haben. Genau, ich bin schon relativ weit mit der Einstellung. Ich gucke gleich wieder die Düsenauslastung und die Pulsweite. Ich glaube, da ist schon... Ja gut, wenn wir nicht mehr... Wir kriegen ja nicht mehr Sprit durch eine kleine Düse. Kraft kommt gleich von Kraftstoff. Du musst dem ein bisschen Sprit geben. Zu fett ist nicht gut, aber wir müssen halt hier ein bisschen Sprit reinschieben, weil dann wird das mehr. Dann machen wir mehr Zündung jetzt? Machen wir mal ein bisschen mehr Zündung, 1 Grad mehr, als wir vorher hatten. Und dann gucken wir mal, wenn es mehr wird, wird es mehr, wenn es weniger wird, wird es weniger. Aber es kann sein, dass durch mehr Zündung halt der Ladedruck sinkt, ja? Werden wir sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video gesehen habt, der lief ja die ganze Zeit im Leerlauf. Genau. Dann wollten wir anfahren, dann ging er aus. Jetzt haben wir gedacht, dass der Tank leer wäre. Aber jetzt ist der Motor fest. Richtig fest, ja. Der bewegt sich kein Millimeter mehr. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auch mal schnell den Ventildeckel abbauen. Gucken. Ja, erstmal würde ich sagen, wir machen den Zahnriementrieb frei. Ja, ja, das ist gut. Auch im Leerlauf, nicht unter Volllast, Öldruck, alles war da. Ich meine, ich hätte ein Klackgeräusch gehört und auf einmal war er aus. Und der Motor, der lässt sich kein Millimeter drehen. Warum auch immer. Oh Mann, ey. Was ist hier passiert? Aber warum soll der Motor fest sein? Jetzt ja, vor allem, ich habe im Leerlauf. Lief sauber. Da war auch Öldruck da, alles. Aber die Zahnriemenverkleidung, wir können die ja jetzt schon mal ein bisschen wegmachen. Der Zahnriemen ist drauf, ne? Ja. Sieht auch nicht so aus, als wenn der da drinnen irgendwie auseinandergeflogen ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen, das war ja alles gut. Mal weg, ich drehe mal ein bisschen, gucken, was passiert. Gut. Ja, drehen wir andersrum. Hast du wieder schon gehabt? Ja. Jetzt, ich habe ihn jetzt zurückgedreht. Ja, jetzt drehst du vorwärts. Das hört sich komisch an. Aha. Da stimmt irgendwas nicht. Hören wir weiter. Da ist Widerstand. Dann sitzt bestimmt ein Ventil auf. Guck mal, ob der Zahnriemen wirklich cool aussieht. Ob das Doppelrad immer mitdreht. Die Zähne sind noch alle da. Bis jetzt, also dreht auch mit das Rad. Das Problem ist, dass die Nockenwellen fressen. Nee. Eigentlich nicht. Nee, pass mal auf. Dreh jetzt nochmal. Nicht, dass hinten, dass die Kette sich zerlegt hat. Das könnte auch sein. Das wäre jetzt so das wäre richtig ärgerlich. Irgendwas, Ventil. Irgendwas hört sich nach Ventil an. Ja. Komischerweise, was auch immer passiert ist, es ist im Leerlauf passiert. Ihr hört, der Motor jetzt dreht wieder. Irgendwas hat geklemmt, irgendwas hat aufgesetzt, irgendwas hat sich verstellt. Wenn du das Ding gedreht, dann ging's. Ja. Und ich denke, dass eventuell, der Zahnriemen vielleicht einen Übersprung, glaube ich aber eigentlich. Kette müssen wir halt jetzt mal gucken, was da los ist. Ja, das heißt jetzt, runter vom Prüfstand, zurück in die Werkstatt, Ventildeckel abschrauben. Das passiert. Das ist Tuning. Ich sage immer, das ist Tuning. Es kann jederzeit, so ein Ding ist eine tickende Zeitbombe. Und was jetzt passiert ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir schieben ihn runter und wir schrauben auf jeden Fall mal was auseinander. Aber für mich ist das nichts Neues. Also, wer sein 15er liebt, der schiebt. So, wir hatten ja jetzt die erste Vermutung, dass eventuell das Ritzel abgerissen ist vom Verteiler, das ist aber drauf. Aber die Kette sehe ich, ist neu. Und von den Steuerzeiten. Wir drehen den gleich mal hin und gucken mal, ob das ungefähr passt. Sieht aber gut aus, ja? Das sieht alles gut aus. Öl, wie man sieht, war auch auf jeden Fall da. Wir können jetzt mal eins machen, wir setzen mal unten eine Knarre auf, drehen wir auf. Also ich weiß ja ungefähr, wie die sich angucken müssen hier. Ja, genau, die müssen jetzt. Ich mache jetzt immer die Katze raus hier vorne und dann drehen wir den mal auf den Tisch. Da bin ich echt mal gespannt. Aber ich glaube, das sieht Nils nach Kopfabbauen aus. Nils hat die fünfte in der Hand, oder die fünfte Kerze. Bin ich mal gespannt. Nass. Da klemmt bestimmt ein Ventil. Die sieht komplett schwarz aus. Guck dir das mal an. Da klemmt, da kommt bestimmt keine Luft mehr rein. Die klingelt hat das nicht. Also die klopft und die klingelt hat es nicht. Das würdest du jetzt sehen, wenn die halt so verschmort. Oh. Ja, da sieht es feucht drin aus im Keller. Aber das ist ja bei Leerlauf passiert. Nicht mal bei Volllast, Drehzahlbegrenzung oder sonstiges. Also ihr habt gesehen, das Auto lief ja. Wir haben ja erzählt über das Auto, die letzte Messung, und das lief die ganze Zeit im Leerlauf im Hintergrund. Guck mal, die ersten drei sind trocken und die letzten beiden sind. Ja, hier sehe ich auch. Ja, oh, da steht aber richtig Sprit drauf. Guck mal. Dann hat der bestimmt keine Luft mehr. Oder die Welle geht nicht mehr auf.
Kühldosen drehen sich noch. Also das siehst du leider nicht da drin, aber auf dem Kolben steht, es steht hochgradig der Sprit. Kann eine Einspritzdüse klemmen? Möglich, ja, der wird schon. Überleg mal, das war immer sauber, alle Düsen sauber. Lambda hat immer, also passig. Leerlauf war auch sauber. Der lief sauber, Lambda 1 und dann aus. Ja, stopp, andere Richtung eigentlich. So, du, hast du die Markierung auf der Nockenwelle? Ja. Siehst du die? Ja, ja. Noch ein Stück. Stopp, hier, hier sind wir da. Ja, das passt. Steuerzeiten stehen. Was denn nu? Ui, ui, ui. Mal Kompression messen. Guck mal hier, ich weiß nicht, ob das drauf ist, Micha. Siehst du, du musst von hier gucken, du siehst auf dem Riemenrad einen gelben Punkt. Siehst du das? Mhm. Ja, den sehe ich noch. Ja. Mhm. So, das ist OT unten. Und hier auf dem Nockenwellenrad seht ihr zwei Kreise. Siehst du die? Einmal da. Und einmal da. Die müssen sich gegenüber angucken. Müssen also noch ein paar Mühe verdrehen. Jetzt wollen wir mal gucken, weil der Schraubendreher runter geht. Weiter, 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 weiter. Ja, Alter, weiter. Jetzt stopp, okay. Ja, so, das ist okay. Und hier? Ja, das passt hier auch mit hier, dem. Hier passt alles. Ja, wir sind ein Stück. Also hier unten ist ja immer ein bisschen Verzug drauf, aber das passt schon. Aber Nockenwelle stehen. Guck mal hier auch. Nochmal, ich zeige es mal mit dem Schraubendreher. Hier seht ihr einen halb, also einen Kreis. Ja, genau. Da und da. Und da seht ihr auch einen Kreis. Und eigentlich ein gutes Zeichen ist immer, dass die sich zumindest hier angucken. Ja, so, da so ist ein Kreis, da ist ein Kreis. Also Steuerzeiten stehen, aber fünfte Zylinder steht voll Sprit. Also ich sag mal so, bis jetzt sind wir echt noch am Rätsel. Kompressionsprüfer doch. Siehst du, was wir jetzt machen, ist Kompression messen. Aber was kann jetzt noch den Motor blockieren? Ja. Kann eigentlich nur sein, dass ein Hydrostößel geklemmt hat und das Ventil aufstand. Wiederum erklärt sich das für mich nicht. Im Hintergrund, wo wir geredet haben, lief die ganze Zeit das Auto ganz, weil wir sind, Nils wollte anfahren und beim Anfahren klack aus. Also nicht mal bei 1500 Umdrehungen. Der Nils wird jetzt einmal orgeln ohne Benzinpumpe, um zu gucken, ob irgendwas Seltsames schon passiert. Wir haben jetzt auch keine Zündkerze drin. Der Motor müsste sich ganz frei, ganz laufruhig drehen. Alles gut. Es fühlt sich alles, sieht alles sauber aus. Jan, haben wir einen Kompressionsprüfer? Dankeschön. Dankeschön. Nils, auf die Drosselklappe und go. Ja. Ja. Hier haben wir 8 Bar. Ist auch nicht so viel, ne? Nee. Aber ich höre ein klackendes Geräusch hinten. Soll ich alle Zylinder langsam durch? Ja. Ist eh jetzt egal, ne? Zweite, ja. Ja. 9 Bar. Dritte. Ja. 10 Bar. Sehe ich bis jetzt alles nicht bedenklich. Vierte. Ja. 9 Bar. Ja. Ja. Nils, hier ist alles in Ordnung. Aber jetzt erklär mir, wie kommt dann der Sprit da oben rein? Boah, kann sein, dass die Düsen aufgestanden sind. Jetzt müssten wir die Düsen prüfen. Einfach ausbauen und prüfen, ob die irgendwie klemmen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wir dürfen nicht vergessen, was hier negativ noch an der ganzen Sache jetzt gerade ist. Die Benzinpumpe läuft dauerhaft. Selbst wenn wir die Zündung haben, läuft die immer an. Und normalerweise läuft eine Benzinpumpe kurz an. Und sobald sie kein Drehsignal hat über den Hallgeber oder über den OT-Geber. Die wird angetriggert, ja. Aber die Benzinpumpe dürfte bei stehenden Motoren nicht laufen. Vielleicht hat das Einspritzventil geklemmt und hat die ganze Zeit Sprit da rein geblasen, obwohl der Motor lief ja. Wir haben ja nicht ausgehabt. Auch Quatsch. Ich habe ja gerade gesehen, wo wir das erste Mal gestartet haben, spritzt er aus dem vierten Zylinder ohne Ende Sprit raus. Wir können die alle nochmal durchtesten, wenn du möchtest. Also ich baue jetzt eben den Ventildeckel wieder drauf, drehe die Zündkerzen wieder rein. Ja, und dann wollen wir mal schauen. Also, du hast ja schon so ein paar Motoren auf dem Gewissen, kann man sagen. Ja, aber die haben wir nicht auf dem Gewissen. Ich will die, weißt du, der Typ, der 3 Motorschäden in der Woche werden jedes Mal liegen bleibt, haut dir den dicken Spruch aber raus. Aber die Kerzen sehen echt eigentlich nicht scheiße aus. Nils, ich bin Sprach, also ohne Scheiß. Er will uns vielleicht irgendwas sagen. Also dieses Auto hat uns oft schon was gesagt. Ja, kannst du, du weißt noch, ne? Ja, wir waren Quattro-Legende, Nehmerzylinder, Geberzylinder. Ich glaube, dieses Auto hat eine Seele. Wir haben schon so einige Situationen mit diesem Auto erlebt. Ich sag dir, das Auto hat eine Seele, hundertprozentig. Ja, starte mal einmal. Ohne Benzin wieder. Irgendwas ist da. Klack, 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 klack. Jetzt mal die Düsen antakten. Einfach mal antakten. Ist ja kein Sprit da, wisst ihr? Ja, ja, komm, mach mal. Dann hören wir das mal. Ich sag euch, der springt jetzt gleich wieder ganz normal an. Aber wir wollen ja Öldruck wissen eigentlich. Das müssen wir gleich nochmal gucken. Jetzt machen wir erst Einspritzdüse, richtig? Ja, ja. Mach mal Düse 5. Oder wollen wir 1 anfangen? Ja. Jawohl. Ja, 2, ja, 3,
Ja. 4. Ja. 5. Nö. Ich glaube, die hängt. Pass mal auf jetzt. Zeig mal was Schönes, wie man sowas prüft. Also wir bauen jetzt das Kabel hier. 15. Hast du eine Blinkerlampe noch? Irgendeine Lampe, wo man ein Dings ranbauen kann. Weil wir müssen diese Frequenz ja aufzeichnen, dass da Strom anliegt quasi. Also Strom, eine Taktung vor stattfindet. Was sein könnte, dass von der Düse vielleicht vorne was abgebrochen ist, ne? Wirklich? Und dass das in den Brennraum jetzt rumpurzelt. Weil was mich wundert, wenn ein Ventil abgerissen wäre, wäre definitiv keine Kompression. Richtig, also nicht so alle so gleich, ich sag mal der erste. Okay. Ja, aber jetzt, ob jetzt 9 Bar oder 11 Bar. Du weißt aber auch, dass ein Auto mit 3 Bar Kompression noch läuft. Das weißt du auch am besten. Mhm. Also ich kann euch sagen, mein Auto lief auch schon mal mit 6 Bar Kompression, ja, auf allen Zylindern, aber gleich. Oder auch weniger. Ja, hast du selbst gesehen, ne? Ja, wird sich hier nicht berühren. Ein bisschen hier Dauerfeuer. Jetzt wird es interessant. Pass mal auf. Das darf nicht sein. Das heißt, die Düse steht jetzt permanent auf. Ich glaube, wir haben den Fehler gefunden. Der Motor ist nicht festgegangen, vermutlich aus Gründen von mechanischen Fehlern. Die haben wir jetzt alle ausgeschlossen. Also zumindest das, was wir machen können. Wir haben immer noch ein komisches Nebengeräusch. Aber eine Einspritzdüse. Kann ich die mal auf einen anderen Zylinder einmal zeigen, dass wir den Leuten mal zeigen können, was eigentlich sein muss? Ich mach's mal am ersten Zylinder ab. Die steht die ganze Zeit auf, die Düse, auf Deutsch gesagt, ne? Korrekt. Aber warum ist das so? Das ist ja die gute Frage. Hier ein Kabel zusammengeschmort, hinten von der Thermik vielleicht. Kann alles möglich sein, ne? Ja. So, pass auf, Zylinder 1 und der Neil zeigt uns jetzt, was er eigentlich macht. Er taktet jetzt an der Düse und das zeigt uns jetzt die Glühbirne. Siehst du das? Mhm. Mach nochmal. So muss der Einspritzdüse getaktet werden. Wenn ich mir vorstellen kann, dass der Stecker hier kaputt ist. Schau auf, dass die hier aneinander liegen, weil das durch, das ist genau so, wie ich dir sage. Jan, haben wir vom 18T, also hier so einen ganz normalen Düsenstecker, kannst du uns so einen organisieren? Mhm. Wir haben bestimmt schon was liegen. Hast du Zündung aus? Ja. Der ist heile, der ist nicht unterbrochen. Hier haben wir die Teile neu, sowas mit zu haben, ne? So, jetzt ist der Stecker ja definitiv getrennt. Jetzt muss der Nils wieder Zündung anmachen. Und wenn jetzt die Lampe wieder leuchtet, bei eingeschalteter Zündung, haben wir hier, ja. Ja, also ja. Ist ein Kabelschluss, muss. Wir haben ein Riesenproblem. Krass. Hast du sowas schon mal gehabt? Hier im Kabelbaum, den machen wir jetzt auf hier. Ja. Nee, so habe ich das noch nicht erlebt. Das ist halt jetzt der Nachteil, wenn man auf Serienkabelbaum geht. Du hast halt alte Kabel, ja. Das darfst halt nicht. Ja, und das, wir dürfen nicht vergessen, ein 3B-Motor, wo wir den Wagen rausgeschlachtet haben. Kannst du dich noch an den 200 erinnern? Das war eine Ruine, die wir geschlachtet haben. Und den Kabelbaum, der ist jetzt über 30 Jahre alt. Und jetzt kommt der Käse. Wo ist hier, warum zum Teufel haben wir hier irgendwo einen Kabel, also einen Kurzschluss? Irgendwie bin ich jetzt ein bisschen beruhigter, aber andersrum auch ein bisschen angespannt. Das kann jetzt aber auch einen größeren Schaden hervorgerufen haben. Warte, Vorsicht. Das ist halt jetzt die Scheiße. Alter Kabelbaum, ne? Das ist halt der Nachteil an Plug and Play. Hätte auch so aussehen können, der Motor. Richtig Schrapnelz. Ja, Nils hat noch cool Lachen, ne? Junge, du weißt, du kennst mich auch noch schon ein bisschen. Heulen bringt nichts, Junge. Okay. Nicht bei sowas. Krone richten, wie heißt das? Komm, das ist ein Spruch, den du auf dem Kopf hast. Ja, wie heißt Nein, das machen so Frauen so Mitte 20, wenn die eine Krise haben. So Krone richten, weitergehen und sowas. Kennst du das nicht? Immer bei WhatsApp so ein Status. Aufstehen, Krone richten, weitergehen, irgendwie sowas. Micha, das Streaming. Aber Micha, die kennen sie aber auch alle, ne? Aber lieber nicht. Aber ey, ich kann euch beruhigen, ich habe ungefähr 20 Haarschaftpleule da. Und dann können wir auch mehr Ladung programmieren, weil auf jeden Fall nichts mehr kaputt geht. Der Nils hat jetzt mal einen anderen Ausgang von Zylinder 5 genommen. Wir haben jetzt mal einen anderen Ausgang. Wollen wir mal schauen, ob es denn jetzt funktioniert? Ich bin gespannt. Ja. Das war jetzt der 5, ja? Ja. Ausgangssteuergerät, ne? Das Steuergerät hat ausgehen, muss ich dir vorstellen. Jeder Zylinder bekommt einen einzelnen Ausgang und den man dann taktet, also den man im Steuergerät einstellt. Und ein Zylinder gibt jetzt einfach, ihr habt ja gesehen, wie das nur geglimmt hat, die Glühleuchte. Und bei dem fünften Zylinder hat die ja richtig einmal hell geleuchtet. Also als ob sie volle 12 Volt bekommt und nicht, sage ich jetzt mal, einfach 3 Volt oder 5 Volt. Da ist einfach der Ausgang vom Steuergerät, so wie es bis jetzt aussieht, kaputt. Und dann heißt das, dass die, wenn die ganze Zeit, ihr müsst euch vorstellen, die Benzinpumpe läuft dauerhaft, die Düse steht, geht das technisch gesehen, sobald ich Strom auf die Düse gebe, steht die einfach auf. Auf, ja. Ne? Wie ein Wasser, deswegen das ist halt wie ein Wasserschlauch oder Wasserhahn aufgeht. Deswegen werden die Pulsweite gesteuert quasi. So, und was uns blockiert hat, war die Spritmenge, ne? Ja, garantiert. Der hat einfach, müsst ihr euch vorstellen, die Düse geöffnet, hat die ganze Zeit Sprit reingeblasen und irgendwann ist der Brennraum voll und dann springt das Auto nicht mehr an, weil der Motor sich nicht mehr verdichten lässt, weil Flüssigkeiten lassen sich ja nicht verdichten. Riecht gut. Warte mal, was das Geräusch noch sein kann, mach mal bitte alles aus. Wir haben die Verteilerkappe noch nicht abgemacht. Vielleicht hat sich der Verteilerfinger aufgelöst.
Immer mal ein Stück von der Zündung ab. Das sieht auch alles gut aus. Da ist auch nichts. Muss funktionieren. Er muss anspringen. Also rein technisch gesehen müsste er anspringen. Der E-Wag läuft nicht sauber. Weil das Geräusch ist weg, ne? Mhm. Glaubt mir, das Auto hat eine Seele. Das hat auf jeden Fall eine Seele. Ich bleib dabei. Jetzt ist keiner zu Hause. Was stellt der Nils auf jeden Fall um, hört man. Da ist er. Da fehlt das Triggersignal wieder. Alle fünf Zylinder laufen sauber. Kommt mit zum Auspuff, da hört man es leichter. Was ist jetzt hier? Da fehlt hier eine Signalregelung, aber der Motor läuft ganz sauber. Also jetzt mal, also ohne Spaß, glaub mir, das ist das, was ich immer wieder sage. Tuning, die besten Leute, glaub mir, der Nils ist einer der besten, was das Thema freiprogrammierbare Steuer geht, betrifft, mit Sicherheit. Ich weiß, was ein 15er kann, da bin ich mir auch sicher, dass ich nicht um Gottes Willen einer der besten bin, aber ich glaube, ich weiß, was ein 15er ist, was er kann und was er kann nicht. Und wir beide sind gerade ratlos, oder? Meinst du auch, das Auto hat eine Seele? Fakt ist, wir haben das Auto jetzt ans Laufen gekriegt wieder. Und dann hatte ich Triggerprobleme. Sobald ich Gas gegeben habe, hat der Motor sich geschüttelt und das Fadenkreuz ist abgehauen. Ja. Im Kennfeld. Dann habe ich kurzerhand überlegt, ach scheiße, ich rufe Chris an. Chris Konzept aus Lübeck. Der macht viel mit 5-Zylinder. Der ist auch früher viel mit Verteiler gefahren und hat auch Emu und so einen Kram gemacht. Schöne Grüße übrigens an Chris. Ja, genau. Chris kenne ich natürlich und auch gut. Chris, vielen, vielen Dank. Der hat zu mir gesagt, bau mal einen Anlasser aus. Ich wette, da fehlt ein Zahn am Schwung hat. Weil der macht über die Verzahnung von Anlasser ja das Triggersignal. Jetzt kannst du da mal hinleuchten. Er hatte recht. Da fehlt ein Zahn vom Schwungrad. Aber der ist frisch abgebrochen. Ja, ne? Ja. Wahrscheinlich bei der Aktion, wo der jetzt voll Sprit stand. Genau, genau. Der Anlasser versucht ja im Motor zu drehen, wo der Motor fest war. Da hat er so viel Kraft gehabt und hat den Zahn abgebrochen. Korrekt. Und das ist unser Geräusch, was wir hinten immer gehört haben, genau. Unser mechanisches Geräusch. Also der eigentlich, jetzt können wir die ganze Sache zurückspulen und können sagen, aha, die Düse hat aus irgendwelchen Gründen auch immer geklemmt. Wir haben Sprit im Zylinder. Den Fehler habe ich schon gefunden, die lag halt, die Leitung, die zur Düse ist, hat einen Kurzschluss an Masse gehabt und somit war die Düse permanent offen. Das habe ich jetzt schon behoben. Leider hat es in dem Moment den Steuerrädausgang zerlegt, also habe ich das umgeklemmt. Also das heißt, irgendwo kam dieser 30 Jahre alte Kabelbaum kam auf Masse. Wie ich schon erklärte, das Problem ist, Plug and Play, schön und gut, wenn du Absteuerrät ansteckst, läuft, wenn du Emo ansteckst, läuft. Problem ist natürlich, alte, jeder, der ein bisschen schraubt oder ein bisschen technisches oder ein bisschen, ja, also an so Oldtimer rumbaut, der weiß, wie spröde diese Kabelbäume sind. Ja, und das lag halt auf Masse, die Masseleitung quasi, und somit hat die Düse permanent Saft gehabt. Und somit stand die offen, somit ist das Auto ausgegangen. So, dann haben wir versucht zu starten, dann ist der Kranzer abgebrochen, dann habe ich den Fehler gefunden, habe den Output gewechselt am Steuerrät, das Auto läuft, sobald ich Gas gebe, Triggerprobleme. Da hat er zwei Sensoren auf der Kurbel, ich kann das mal durchdrehen. Ja, guck mal, du musst da ein bisschen reingucken, ja, genau. In das Loch. Du hast jetzt, da ist quasi der Zahn weg und dann kommt gleich ein Stift, der ist auch noch für den anderen Sensor. Da ist ein Stift, der ist für einen Sensor und die Zähne vom Anlasser sind für den anderen Sensor. Das heißt, wenn jetzt ein Zahn fehlt, weiß der Trigger nicht mehr, was los ist. Genau, weil ein Zahn fehlt, weil er zählt die Zähne übertrieben, genau. Gesehen. Und jetzt fehlt ihm ein Zahn und dann sagt der Trigger, das verstehe ich nicht, warum fehlt dir was? Und schmeißt sich immer wieder raus. Also sprich, der eine Fehler hat verursacht, dass unser Motor fest war. Genau. Durch das Versuchen des Startens hat es den Zahn abgebrochen. Dadurch, dass wir den Motor rückwärts gedreht haben, hier alles überprüft haben, den Sprit da rausgelassen haben, genau. Läuft der Motor wieder. Das klingelnde Geräusch, der abgebrochene Zahn. Korrekt. Jetzt, warum er läuft, aber kein Gas ordentlich annimmt, weil der Zahn abgebrochen ist, die Triggerung nicht richtig sauber laufen kann, genau. Und wir nicht weiterkommen. So, richtiger Krimi, ey. Das ist auf jeden Fall ein Krimi. Jetzt bauen wir die Triebe aus. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Fehler gefunden. Zahn noch Zahn. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schrauben hier. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So, da sind wir nochmal. Kleiner Nachtrag. Ihr werdet es nicht glauben, der Nils ist der krasseste, den ich kenne. Und es macht so riesig Spaß. Hier ist unser Schwungrad mit dem abgebrochenen Zahn. Wir haben, glaube ich, 20 Uhr durch. Tja, was soll ich sagen? Ich zeige euch mal, was wir machen. Der Nils ist schon wieder fleißig. Und, Moment, ich will nur den Beweis haben. Hier liegt der Schwungrad mit dem abgebrochenen Zahn. Audi läuft. Wir sind zufrieden. Genau. Wir haben schon wieder zwei Messungen gemacht. Wir haben nämlich mal was gemacht, was vielleicht in diesem Video noch interessant ist. Er hat immer noch 283 PS.
PS und 352 Newtonmeter und mit Zuhörklappe, also Auspuffklappe geschlossen, 253 PS, 310 Newtonmeter und ihr seht, Ansprechverhalten vom Lader gleich, macht aber mehr Drehmoment und mehr Leistung. Und mit diesem Nachtrag zu dem Video verabschieden wir uns jetzt, weil unsere nächste Erkenntnis ist, wir brauchen dringend größere Düsen, um mehr Leistung zu fahren. Kannst du mal Gas geben? Mal seid gespannt auf den nächsten Prüfstand oder auf die nächste Probefahrt mit dem Auto mit größeren Düsen, was an Leistung hat. Bis dahin, ciao!